Inara, wir müssen einen sicheren Landeplatz finden. Obi-Wan und Anakin, bleibt nicht viel Zeit. Unsere Flotte blockiert alle Übertragungen auf dem Planeten. Wir sollten unbeobachtet landen können. Dann los. Seid vorsichtig, Mace. Mace, unsere Leute haben Nachschub abgeworfen. Wir sollen Schockraketen an Bord nehmen und den Rumpf aufladen. Zeit zu verlieren. Kommt über die Plattform zur zweiten Kanone. Ich warte dort auf euch.
haben keine Zeit zu verlieren. Kommt über die Plattform zur zweiten Kanone. Ich warte dort auf euch. Die Kanone zerstören, bevor die Verstärkung hier ist. Kanone 2 zerstört. Nur noch eine. Ich lade jetzt die Koordinaten für die dritte Kanone.
war der letzte. Nicht schlecht, Meister Windu. Der Weg ist frei. Die letzte Antiorbitalkanone ist in diesem Vorposten. Mit den Panzern kommen wir da nicht durch. Wartet hier, bis ich den Energiegenerator der Kanone zerstört habe. Mace, haltet euch von den Zerstörer-Druiden fern. Ihr Selbstzerstörungsmechanismus ist tödlich. Werft euer Lichtschwert aus sicherer Entfernung. Mace, ich habe Lebenszeichen geortet. Ich sehe sie auch. Energie auf vordere Schilde. Roger,
Aktiviere Waffensysteme. Frontschilde aktiviert. Angriffsformation Theta. Wir müssen ihre Feuerlinie durchbrechen. Meister Window, ich kümmere mich um ihre Geschütze. Zerstört ihr das Raumschiff. Boote haben Munition abgeworfen. Wir sollten zusätzliche Schockraketen mitnehmen. Ich habe feindliche Einheiten auf den Sensoren. Wir müssen die Landezone verteidigen.
Transporter stehen unter schwerem Beschuss. Die Arena. Aber wir müssen zuerst diesen Vorposten zerstören.
dieser Korridor führt direkt unter den Haupteingang. Wenn sie merken, was los ist, wird es zu spät sein. Wir müssen uns beeilen. Anakin und Obi-Wan brauchen uns. Schieße die beiden Schiffe der Techno-Union ab. Das wird sie aufhalten. Sir, wir müssen zu einem dieser Kanonenboote. Und zwar schnell. Wir müssen es zerstören, bevor...
Meister Windu. Meister Yoda sagt, dass die Separatisten die Trägerschiffe mit Droiden beladen. Wir haben Befehl, sie mit den mobilen Sturmgeschützen aufzuhalten. Diese Raumschiffe dürfen nicht abheben. Die Einheiten an Bord können einen ganzen Planeten auslöschen. Melden Sie Meister Yoda, dass ich die mobilen Sturmgeschütze eskortiere. Sir, ohne die mobilen Sturmgeschütze sind wir machtlos gegen die Droiden-Kontrollschiffe. Sie müssen sie verteidigen. Thank you.
Ausgezeichnet. Melden Sie Meister Yoda unseren Triumph. Wir haben keinen Funkkontakt zu Meister Yoda, Sir. Er ist Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi zu Count Dookus Hangar gefolgt. Geben Sie mir die Koordinaten. Ich bin schon unterwegs. Unser Meister hat gewusst, dass ihr kommt. Wo ist er? Er ist hier und unterhält eure Freunde. Leider seid ihr nicht eingeladen. Der Feind zieht sich zurück. Wir haben den Planeten erobert. Die Schlacht ist vorbei. Ja, aber der Krieg hat eben erst begonnen. Wir sitzen jetzt seit Wochen im Tionnebel fest. Irgendwann ist der Krieg vorbei, ohne dass wir gekämpft haben. Kriege werden nicht über Nacht gewonnen, Anakin. Meister Windu weiß, was er tut. Ich wünsche mir doch nur, dass hier irgendwas passiert. Wünsch dir lieber was anderes. Ich habe mehrere Ziele auf den Sensoren. Sie kommen aus dem Hyperraum. Worauf warten wir dann noch? Anakin, warte! Wir sollten das melden! Anakin! Anakin! Stimmt, wir sollten das melden. Zu spät. Sie haben uns schon geortet. Wir haben nur eine Chance. Wir müssen ihr Ziel vor ihnen erreichen und die Bewohner warnen. Was wollen die hier in diesem trostlosen Sektor? Ich habe den Kurs der Flotte berechnet. Sie fliegen nach Rinwa, ein navales System. Wenn wir uns beeilen, sind wir vor ihnen dort. Der kleine republikanische Vorposten auf Rinwa hat gegen eine Armada dieser Größe keine Chance. Wir müssen die Besatzung evakuieren. Hier Bravo Base, Meister Kenobi. Unsere Späher melden, dass einige Klicks von hier eine Flotte der Separatisten gelandet ist. Wir müssen den Planeten evakuieren. Das ist unsere einzige Chance. Roger, Commander. Ich habe bereits Transporter für die Evakuierung angefordert. Sie müssten bald hier sein. Anakin, ich bereite die Evakuierung der Basis vor. Du fliegst mit diesem Kanonenboot zur Kommunikationsstation im Westen und bringst die Besatzung hierher.
Commander. Wir sind startbereit. Gib den Schiffen Geleitschutz. Thank you.
Commander. Wir sind startbereit. Gib den Schiffen Geleitschutz.
haben ein Konvoi-Schiff verloren. Wir sind startbereit. Anakin, die Basis steht unter Beschuss. Wir brauchen Unterstützung. Thank you.
Transporter hat abgehoben, nichts wie weg hier. Wir müssen dem Rat der Jedi den Verlust von Renbar melden. Sie werden wissen, was zu tun ist. Obi-Wan fliegt mit einer Division nach Rexxus Prime. Wir wissen von Aktivitäten der Separatisten in diesem System. Rexxus ist ein abgelegener Planet ohne strategische Bedeutung. Was können die Separatisten dort wollen? Das wissen wir nicht. Ihr sollt das herausfinden. Auf dem Planeten viele alte Geheimnisse es gibt. Meister, ich bin sicher, dass Obi-Wan und ich auf Mörgisch hier wesentlich besser... Anakin? Ehrgeizig dieser junge Mann ist... Ich verstehe deine Ungeduld, junger Padawan. Doch zwei Jedi-Piloten mehr oder weniger werden das Blatt auf Mörgisch hier nicht wenden. Wenn ihr aber herausfindet, welche Pläne Dooku auf Rexxus schmiedet, können wir eine potenzielle Gefahr sozusagen bereits im Keim ersticken. Anakin, du kommst mit mir. Die übrigen warten hier. Unsere Feinde dürfen uns nicht entdecken, bevor wir kampfbereit sind. Wir wissen, dass die Separatisten auf diesem Planeten sind. Fragt sich nur, wo. Aus dieser Höhe sehen wir gar nichts. Der ganze Müll und die Trümmer stören unsere Sensoren. Du hast recht. Gehen wir runter und sehen uns die Sache aus der Nähe an. Was haben die Separatisten hier draußen vor? Was es auch ist, sie werden alles tun, damit wir es nicht herausfinden. Eindringlinge, zurück zum Stützpunkt. Anakin, diese Steps dürfen nicht entkommen. Wenn sie entkommen, geht das Überraschungsmoment verloren. Ich kümmere mich um die beiden. Thank you.
Gute Arbeit, Anakin. Ich habe eine Mine geortet, in der die Separatisten irgendetwas ausgraben. Was es auch ist, sie dürfen es nicht bekommen. Bereite die Landung der Truppen vor und benachrichtige Meister Windu. Sag ihm, dass wir Verstärkung brauchen. Unsere Späher haben 3 Konvois geortet. Sie nehmen Kurs auf die Ausgrabungsstätte. Warum greifen wir die Ausgrabungsstätte nicht einfach an? Mit jeder Sekunde, die wir zögern, kommt Doku seinem Ziel näher. Was immer er auch sucht. Nicht so ungestüm, junger Padawan. Wir müssen warten, bis unsere Truppen hier sind. Gibt es nichts, was wir tun können? Doch. Unsere Späher haben einen idealen Ort für einen Hinterhalt entdeckt. Mit etwas Glück können wir die Konvois überraschen. Was unsere Aussichten in der kommenden Schlacht zweifellos verbessern würde. Komm mit. Das wurde aber auch Zeit. Ihr könnt jetzt während der Schlacht mit den Richtungstasten eures Controllers Befehle geben. Wenn ihr wollt, dass ich diese Geschütze angreife, markiert das Ziel und drückt die Richtungstaste um. Ziel erfasst!
zerstören wir ihn, bevor er die Kraftfelder erreicht. Die Konvois trennen sich. Thank you.
Geister, die Konvoi... Das gefällt mir schon besser. Sir, ich empfange eine Nachricht der Kommandozentrale. Die Truppen sind eingetroffen. Gut. Greifen wir die Ausgrabungsstätte an.